Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es extrem ärgerlich und verhinderbar war. Ich glaube, es war dann am Ende ein klassisches 0-0-Spiel. Aber ja, wir haben es leider dann nicht geschafft, hatten das Quäntchen Glück nicht auf unserer Seite und von daher gehen wir leider mal wieder als Verlierer vom Platz. Lange her, aber wir wissen es auch einzuordnen, glaube ich. Und ja, gucken, dass wir dann nächste Woche es wieder besser machen. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass es eigentlich geht. Also erste Halbzeit war so ein bisschen hin und her, zweite Halbzeit auch ein bisschen hin und her geplätschert, ohne Riesenchancen. Ich glaube, zweite Halbzeit hatten wir gar keinen Schuss auf unser Tor gefühlt. Und in die andere Richtung war aber auch nicht wirklich viel mehr. Von daher dachte man, okay, das wird jetzt 0-0 ausgehen. Und dann am Ende hat Nürnberg nochmal den Druck erhöht, die letzten 10, 15 Minuten. Das hat man dann schon gemerkt. Und trotzdem sind sie nicht wirklich zwingend gefährlich geworden. Und ja, im Endeffekt mit der letzten Chance kriegen wir dann noch das Gegentor. Ja, extrem bitter natürlich auch in der Entstehung, aber es gehört einfach mal dazu. Ja, ich dachte eigentlich, der Ball ist fast geklärt. Ne? Natürlich viele Leute um den Ball herum. Das heißt, wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht, den Ball dann da wegzuschlagen. Extrem viel Pech dabei, dass er natürlich so wieder einen Spieler von uns trifft, dass er in den Lauf vom Nürnberger kommt. Und ja, dann geht's schnell. Ich weiß auch nicht, ob er ihn abgelegt hat. Ich glaube, ich habe den Ball noch berührt. Und dann läuft noch ein zweiter Spieler mit, der ihn dann reinschiebt. Wie gesagt, also das Ganze war extrem bitter. Aber ich glaube, am Ende trotzdem irgendwie auch zu verhindern. Ich glaube, jetzt machen wir erstmal die Analyse von dem Spiel. Und trotzdem ist für uns wie jede Woche klar, dass wir das Spiel immer gewinnen wollen. Genauso dann auch in Darmstadt. Und dafür werden wir wieder alles geben.